Hallo und herzlich willkommen zurück zu Teil 10 von 12 Days of Christmas. Wir schauen uns heute ein Spiel an, wo ich sage, es ist wahrscheinlich das seltenste Spiel, was ich in meiner Sammlung habe. Meine Sammlung umfasst ungefähr, ich glaube, 130, 140 Spiele und ja, tatsächlich ist das seltenste Spiel, was ich hatte, ein absolutes Schnäppchen gewesen, denn ich habe es damals für ganze 4 Euro auf dem Flohmarkt gekauft und wird bei eBay gehandelt von 100 bis 150 Euro, je nach Zustand. Leider ist das Spiel nicht im super Zustand, deswegen wird es den Wert nicht haben, aber es ist tatsächlich ein richtig geiles Spiel, es ist ein seltenes Spiel und ja, Segas Antwort auf Final Fantasy gewesen. Gucken wir rein, denn es handelt sich hierbei um... das ist aber... Ist so gut, dass ich die Packung da nicht aufkriege. Es handelt sich hierbei um Phantasy Star 4. Der insgesamt vierte Teil, wie der Name schon sagt, der Phantasy Star Reihe. Ein absolutes Muss für alle Sega-Fans. Und wie gesagt, die Antwort von Sega auf Final Fantasy. Die beiden Serien haben sich damals konkurriert und ja... Als Sega-Fan war natürlich Phantasy Star immer viel, viel besser. Ganz simple Rundenstrategie, ihr seht es hier. Wunderbar, mit dem Hauptcharakter Chaz Ashley, der mit seiner Truppe versucht, die Welt zu retten. Ja, wie gesagt, es ist kein Top-Zustand. Ihr seht hier, das Booklet ist ein bisschen zerfleddert. Das wunderbare Sega-Booklet, was grundsätzlich immer nur ein Schwarz-Weiß war. Hier geht es auch ein bisschen das Endlabel ab. Also leider nicht ganz so viel wert, aber es hat einen emotionalen Wert, weil Phantasy Star war immer eine Reihe, mit der bin ich früher nie in Kontakt gekommen, weil ich kein Rollenspieler war. Aber später, als es dann losging, hat man natürlich versucht, auch die alten Spiele einfach nachzuholen. Gerade auch, wenn man irgendwann dann die finanziellen Mittel hatte, als man dann mit der Ausbildung fertig war und man sich wirklich mal auch Spiele leisten konnte, die man sich damals nie hätte leisten können, versucht man einfach nachzuholen. Das war eins der Spiele. Ich habe zum Glück auch noch in der Sega Collection mit drin, das heißt, ich kann es auch auf PS3 spielen. Brauche jetzt nicht unbedingt die Sega wieder aufzubauen. Aber wirklich ein absolutes, schönes, rundes Spiel. Schönes Rollenspiel für die damaligen Verhältnisse. Und was man sagen muss, Phantasy Star hat Final Fantasy 1 voraus. Wenn man sich an Final Fantasy 7 zurückdenkt, die Szene, die natürlich allem im Gedächtnis ist, ist der Tod von Aeris. Ja. Phantasy Star hat's Final Fantasy vorgemacht, nämlich in Phantasy Star 2 einer der Hauptcharaktere, May, die einfach mal in einem Bossfight einfach mal stirbt. Sie wird einfach vom Boss getötet und man kann sie nicht zurückholen. Also Final Fantasy hat in diesem Punkt Phantasy Star einfach mal total gefaked. Natürlich hat sich Final Fantasy durchgesetzt. Phantasy Star ist nach den Online-Teilen für die Dreamcast und die Xbox leider mehr und mehr verschwunden. Schade, aber wie gesagt, die Sega-Serien haben ja die meisten nicht überlebt. Ich erinnere zum Beispiel auch an ein Shining Force, was einfach geniale Spiele waren, die jetzt leider nicht mehr vorhanden sind. Gut, liebe Leute, habt ihr Kontakt mit der Phantasy Star Serie gehabt? Habt ihr Kontakt mit anderen Sega-Spielen gehabt? Schreibt es mir unten in die Kommentare, was findet ihr besser, Phantasy Star oder Final Fantasy? Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Ich versuche euch jetzt natürlich wieder ein bisschen Bildmaterial rauszusuchen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns wieder, wenn es heißt, eine neue Folge 12 Days of Christmas. Apprentice Hunter fighting to protect the town of Motavia. It's your chance to show off your skills and be the hero you've trained to be. But you soon learn that getting rid of a few irritating monsters isn't all you're destined to do. The Dark Force keeps evolving, so stay on your toes. Heat is on in Phantasy Star 4 from Sega.